Wir haben Variablen kennengelernt, die Zahlen speichern, zum Beispiel Punkte. Variablen können aber auch sogenannte Zeichenketten speichern. Eine Zeichenkette ist eine Folge von Zeichen, die man zum Beispiel auf einer Tastatur findet, also A, B, C und so weiter bis Z. Aber auch die Ziffern 0, 1, 2 bis 9 sind Zeichen. Sie können sowohl als Zahlenwerte verstanden werden oder als Zeichen ohne weitere mathematische Bedeutung. Wir möchten, dass die Katze beim Anklicken nach unserem Vor- und Zunamen fragt, uns dann einmal persönlich begrüßt und sowohl die Länge unseres vollständigen Namens als auch unsere Initialen sagt. Da spätestens bei der zweiten Frage nach unserem Namen der Antwortblock unseren Vornamen vergessen hat, legen wir jetzt zwei Variablen an, die Vorname und Zunahme heißen, und speichern beide Antworten nacheinander darin ab. Nahezu jede Programmiersprache stellt Operatoren bereit, um gezielt Zeichenketten zu verarbeiten. Auch in Scratch sind in der Kategorie Operatoren einige Anweisungen verfügbar, um Zeichenketten zu verändern oder ihre Eigenschaften abzufragen. Schauen wir uns diese genauer an konkreten Beispielen an. Wenn wir in der Programmierung zwei Zeichenketten miteinander verbinden, spricht man auch vom Verketten von Zeichenketten. In Scratch heißt der Block Verbinde Apfel und Banane. Anstelle von Apfel setzen wir die Variable Vorname ein und anstelle von Banane die Variable Zunahme. Wir lassen die Katze nun den verbundenen oder verketteten Vor- und Zunamen sagen. Es fällt auf, dass beide Zeichenketten ohne Leerzeichen ausgegeben werden. Da man üblicherweise seinen Vornamen ohne abschließendes Leerzeichen eingibt, korrigieren wir die falsche Ausgabe mit Hilfe eines weiteren Verkettenoperators. Des Weiteren sind auch die Großbuchstaben Zeichen. Sie unterscheiden sich von Kleinbuchstaben. Ein großes A ist für einen Computer etwas anderes als ein kleines A. Und dann gibt es noch Sonderzeichen wie Satzzeichen. Sie können auch in einer Zeichenkette vorkommen. Ein Beispiel ist das Wort Hallo. Es ist eine Zeichenfolge der Zeichen H, A, L, L und O. Für die Ausgabe der Zeichenkettenlänge gibt es in Scratch den Block Länge von Apfel. Er liefert als Ergebnis der Anweisung eine Zahl. Wir können nun mit einem einfachen Addieren-Block in der Kategorie Operatoren die Länge vom Vornamen und die Länge vom Nachnamen zusammenrechnen und die Katze anschließend das Ergebnis sagen lassen. Für die Ausgabe der Initialen verwenden wir den Block Zeichen 1 von Apfel. Er liefert das erste Zeichen der Zeichenkette, im Fall von Apfel das große A. Wir verketten nun Zeichen 1 von der Variablen Vorname und Zeichen 1 von der Variablen Name und lassen die Katze die neue Zeichenkette mit den Initialen des Namens ausgeben.